Thema. Ein Ding wollte ich noch einbringen, weil ich dachte, wir machen noch ein bisschen mehr mit dieser Pizzagate-Geschichte. Okay. Aber das haben wir eigentlich schon durch. Aber eins wollte ich unbedingt noch anbringen. So. Ja, bitte. Es passt auch, weil wie beim Devil's Tower, manchmal nimmst du Informationen nicht wirklich wahr. So. Mhm. Das ist bei uns auch so. Ich meine, wir hängen da genauso drin wie ihr. So. Ja. Und das ist schon ein paar Wochen her. Da hat mir irgendwann mal jemand die Info gegeben, dass in allen Walt Disney Pixar Filmen seit Anfang der 90er Jahre, also diese ganzen großen Kino Walt Disney Pixar Produktionen, zum Beispiel ja. Findet Nemo und so weiter, all diese Dinge, dass in jedem von diesen Filmen ein Auto auftaucht. Also das ist so eine Art, in Amerika würde man sagen, ein Truck. Ja, also so eine Art SUV mit hinten aber so einem Aufbau drauf. Ja. Ja. Und in jedem von diesen Filmen taucht irgendwo dieses Auto auf und das hat ganz große draufstehen, Planet Pizza. Pizza Planet. Und Pizza Planet hat oben, ja, Frank, da habe ich schon lange darüber gesprochen. Das Auto wurde erstmal mal in diesem Video von Cars gesehen. Irgendwann hatten wir es ja, mal, ja. Aber den Zusammenhang haben wir noch nicht hergestellt. Ja, natürlich haben wir das gemacht. Letzte Woche oder was? Also, nee. Zu dem, was jetzt mit dem Pizzagate läuft. Ah. Das ist doch das Ding. Weil wir haben darüber gesprochen. Aber das ist ein Flat Earth, eventuell, ja, ein genau. Zeichen dafür. Aber letzten Endes, ich habe diese Information noch gar nicht so lange behalten, weil ich ja auch nicht verstanden habe, welche Relevanz die hat. Aber bring doch das jetzt in Verbindung mit dem freaking Pizzagate. Und hey, dann ist es auf einmal, ey, boah, dann schlägt das richtig ein, oder? Wow. In jedem von diesen Filmen seit den 90er Jahren. Und wir wissen noch um die Verbindung von Walt Disney und Disney Club und so weiter, ja? Wow, that's crazy. That's crazy. Yet that I think about it, because Planet Pizza steht da drauf in dem Auto. Und sie hieß nicht so diese New Yorker, dieser Pizza-Parler, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, der hieß doch auch so, oder? Ja. Yeah. Ja, das ist heavy. Und hey, ich meine, wir wissen Walt Disney, wir kennen diesen Disney-Club mit den ganzen programmierten Child-Stars. The Mickey Mouse Club and stuff like that, yeah. Ob das Britney Spears ist oder Hannah Montana, so hübscher Teenie-Star, die sich dann verwandelt in die fiese Pop-Bitch hier, wie heißt sie gleich jetzt wieder, Miley Cyrus und so. Yeah. Sie ist dieselbe Figur. Das heißt, dieser Disney-Konzern. Und bei Disney, es geht ja schon in die Anfangszeiten von Disney zurück, dass da Leute Verbindungen herstellen. Da gibt's auch Verbindungen. Verbindung natürlich rein in diese ganze Laurel Canyon Stuff. Das ist alles dieses Hollywood. Da kommen wir in diese Melange da rein. Well, wenn du nach Disney World oder Disneyland gehst, da gibt's mal eine Club 33, ja. Da gibt's mal eine Seitentür, das kannst du mal sehen. Da sind Leute, die mal Videos mal veröffentlicht haben. Da gibt's mal eine exklusive Club, die nur für Mitglieder sind. Und das heißt, wenn du guckst mal auf der Tür, das ist so in dieser Altstadt gemacht, wo du läufst durch. Und das ist einfach mal eine scheinbare Tour an die Seite und darüber steht die Zahl 33 und nur 4 Clubmitglieder dürfen die dort rein. Tja. Ja, und das sagt alles mal schon, die Zahl 33, I mean, come on, man. Es gibt sogar Verbindungen, Alex, es gibt sogar Verbindungen von Walt Disney zu den Manson-Fällen hier, Charles Manson. Okay, das wusste ich nicht. Das hau ich jetzt so kalt, aber ich hab's das nicht nochmal nachrecherchiert, aber wenn ich mich nicht ganz täusche, dann war es so, dass die Mansons haben ja dem Manson-Clan wurden da zwei große Massaker vorgeworfen. Das eine eben hier bei Sharon Tate, ja, in diesem Cielo Drive, in dem Ex-Haus von Doris Day, ja, wo die Beatles hier den ersten LSD-Trip geschmissen haben, genau in dem Haus. Ja. Das war das eine. Aber die anderen Morde, das waren die LaBianca-Morde. Ja. LaBianca, das waren ein Ehepaar, relativ reiche Leute auch. Und die haben auch dort irgendwo in Hollywood gelebt. Ja. Und das Haus, wo die gelebt haben, die LaBiancas, das soll wohl das Haus gewesen sein, was früher Walt Disney gehört hat. Oder was der sogar gebaut hat.